Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon Go mit Chaos Lady. Ich hatte euch gestern schon so ein bisschen darauf hingefühlt, dass das Pokémon Go Plus ein merkwürdiges Verhalten hat. Ich habe das jetzt nochmal beobachtet und habe festgestellt, während ich ein Pokémon fange, fängt Pokémon Go Plus andere Pokémon. Aber auch das, was ich gerade fangen möchte. Und das ist ein sehr gemeiner Fehler, Bug, wie auch immer. Das ist nicht gut, weil immer dann, wenn man mit Pokémon Go Plus ein Pokémon fängt oder es flüchtet, während man es selber fängt, hängt sich das Spiel auf und man darf es neu starten. Das ist richtig blöd. Also, boah, ich weiß noch nicht so genau, wie ich jetzt damit umgehen soll, weil ich mache das ja aus Gefühl. Ah, es vibriert, ich drücke auf den Knopf und gucke meistens schon gar nicht, ich gucke oft nicht hin, was es ist. Ja, das ist sehr unpraktisch, wenn ich dann unterwegs bin. Naja, mal schauen. Vielleicht. Ich hoffe, Niantic behebt diesen Fehler. Ich finde, das war super, dass ich während ich Pokémon fange, mit Pokémon Go Plus andere Pokémon fangen kann. Aber das, was ich ausgewählt habe, darf partout nicht dann zusätzlich noch gefangen werden. Das geht nicht. Das ist ja wie, als wollte ich Pokémon klonen oder es zweimal fangen. Das geht halt nicht. Worum geht's heute? Eventuell in Sternstaub. Und Entwicklungen oder nur Entwicklungen und Sternstaub später. Das weiß ich noch nicht so genau. Das kommt jetzt drauf an, wie viel das denn hier ist. Ich meine, es sind nur 6 oder 7 Pokémon, die ich entwickeln möchte. Zusätzlich habe ich mal für euch ausprobiert, welches Sonderzeichen, was mir zumindest jetzt mal so für die Entwicklungen gefallen hat, wie das einsortiert ist. Wie ihr seht, das kaufmännische Und steht jetzt gerade an erster Stelle, das Stern, das Sternchen an zweiter Stelle, das Plus an der dritten Stelle. Schon mal nicht schlecht. Schauen wir uns mal ganz unten an. Nach dem Z. Oh, ich weiß gar nicht, wie das Zeichen heißt. Ja. Das Dreieck nach oben ohne Dreieck. Nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Dann kommt der Unterstrich. Ja. So, das heißt, wir können ja mal einfach hier mit diesen untersten Entwicklungen anfangen und auf jeden Fall werde ich den Unterstrich demnächst nicht mehr benutzen. Als erstes möchte ich das Fluffeluff, darauf freue ich mich am meisten. Ich habe nämlich Knuddeluff sehr gerne, aber wenn Knuddeluff. Dann mit Fundhyperstrahl. Das wäre richtig, richtig nice. Oh, ich bin so aufgeregt. Ja. Aber natürlich Fluffluff erstmal zu Pummeluff entwickelt. Sehr schön. Und dann gleich als nächstes zu Knuddeluff. Ja, Knuddeluff kann 1906 WP erreichen. Das ist nicht viel, aber es hat eine sehr hohe Ausdauer von 280. Und damit lässt sich richtig klasse eine Arena trainieren. So. Fundhyperstrahl. Jawohl. Wie geil ist das denn? 1000 WP, das heißt, ich kann mir sogar noch aussuchen, wie viel WP ich haben möchte. Eventuell pushe ich das dann noch. Oh, Hammer, 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 geil, geil. Na komm, jetzt reagiert wieder die App nicht. Ja, ist alles zu viel, ist alles noch zu früh vielleicht. Erstmal will ich den richtigen Namen haben. So. Und dann kriegst du ein One-Up. Wunderbar. Alles klar. Als nächstes einfach mal ein Goldini. Ja, Goldini ist jetzt nicht der Renner, ich weiß. Das ist eher langweilig.
Ich habe es jetzt einfach mal mit reingenommen. Vielleicht fällt mir ja noch ein, dass ich euch noch was Wichtiges erzählen wollte. Das mit dem Pokémon Go Plus habe ich ja jetzt schon vorne weggenommen. Ja, das App-Starten habe ich euch ja gestern gezeigt. Das ist, glaube ich, sogar das beste Angriffs-Moveset für einen Golking. Nein, Schnabel ist nicht der beste Quick-Move auf Gamepress, sondern Gift-Heap wäre das Beste. Aber es hat wieder viel Ender. Aber ich glaube, das kriegt Golking sehr oft. Von daher ist das jetzt nichts Besonderes. Es war generell nichts Besonderes. Ich quatsch da jetzt einfach nur ein bisschen rum, um ein bisschen Zeit zu verschenken. Machen wir doch mal weiter mit Krabby. Da kann man nämlich auch nicht nichts Spektakuläres erzählen, außer dass man es eher für die Verteidigung von einer Arena benutzt, weil es einfach eine hohe WP bekommen hat, seit der WP-Änderung. Und ja, wie viel kann es denn erreichen? 2694 liegt unter meiner Grenze und daher entwickle ich einfach die stärksten Krabbis, die ich fange. Und dann erhalte ich leider nur 2100 plus WP. Und hier sogar 2028. Ach, das ist sogar Level 30. Ah ja, okay. Das war schon im Endeffekt das Stärkste, was ich fangen kann. Weil man ab Level 30 Level 30er Pokémon fangen kann. Ja, Kingler. WP-Stärke habe ich gesagt. Angriffswert 240, Verteidigung 214 und Ausdauer nur 110. Und als Verteidigung wäre Metallklaue Aquawelle und Lehmschuss Aquawelle besser als das hier. Also, dann schicke ich das gleich wieder weg. Dann habe ich wenigstens ein paar Erfahrungspunkte bekommen, das ist auch okay. Dann entwickeln wir das nächste Krabby zu Kingler. Vielleicht bekommt dieses Jahr Metallklaue Aquawelle oder Lehmschuss Aquawelle. Mal schauen. Das wäre eventuell gar nicht so schlecht. So 2100er für ohne Sternschaub. Nee, schade, okay. Schade, schade. Nein, ich sag das jetzt nicht. So. Pichu. Ihr werdet euch jetzt wundern. Was? Du willst einen Pichu entwickeln? Ja, natürlich. Was willst du machen? Ich habe kein Pikachu, das besser ist als dieses Pichu. Da dieses ja plus 82% IV hat, ist es auch ein bisschen schwierig, noch besser zu sein. Wenn, dann müsste ich das ja dann genau ausrechnen, was ich eigentlich nicht so gerne mache. Das kostet mir zu viel Zeit. Dann hätte ich weniger Zeit für euch Videos zu machen und das wäre, denke ich mal, nicht so toll. Ja, mir ist halt aufgefallen, ach, ich habe so viele Bonbons von Pikachu. Was mache ich denn? Wo, wie gebe ich es aus? Und dann ist mir aufgefallen, ach, ich habe ja noch ein Pichu und das Pichu hat immerhin eine gute IV und damit kann man auch was anfangen. So, Raichu, 1134 WP. Funkensprung Donner. Das hört sich gut an. Ich gucke mal auf Gamepress nach, was das bedeutet. Das könnte das beste Angriffsmoveset sein. Funkensprung Donner ist der beste und der zweitbeste wäre Donnerschock Donner. Sehr schön. Damit habe ich jetzt ein Raichu ohne Weihnachtsmütze und kann damit angreifen. Gebe ich ihm noch einen Donner? Nö. Das ist an für sich ist das gut. Das ist sehr gut. Das kann man mit zum Trainieren, kann ich das bestimmt mal benutzen. Auch wenn ich glaube sogar Electek besser wäre. Aber je nachdem, welche WP-Zahl ich brauche, habe ich gerne auch ein bisschen Abwechslung dabei. Das nächste Pokémon ist Rattan. Da habe ich irgendwie in letzter Zeit ganz viele Bonbons angesammelt. Gut, ist auch sehr oft aus den Eiern geschlüpft, wenn man sich das mal so anschaut. Ich glaube, fast jede Woche eins bis zweimal. Glaube ich. Ich kann mich auch irren. Und dann schauen wir doch mal. Arbok, dich gestern schon was zugesagt. Wieder Säureschlammwoge.
Ist das sein bestes Moveset? Das wäre ja traurig. Machen wir in der Zeit schon mal mit der nächsten Entwicklung weiter, während ich die Werte nachschaue. 1737 kann Arbok erreichen, das hatte ich gestern schon gesagt. Und ja genau, bis Schlammwoge wäre das bessere Angriffsmoveset. Ach, schau an. Und da kriege ich bis Schlammwoge. Was für ein Zufall ist das denn jetzt? Ich will das jetzt nochmal genauer. Ja, bis Schlammwoge das Beste und zweitbeste bis Mülltreffer. Cool. Okay, ich weiß zwar jetzt nicht, wie viele ich davon schon habe. Ich habe schon einige Arboks einige Rettern zu Arbok entwickelt. Okay. Das hier, ich glaube, das schicke ich gleich weg. Ach, dann brauche ich auch den Namen nicht ändern. Entschuldigung, ja, diese Rumdrückerei und tschüss. Wie gesagt, ich habe davon zu viele. Was will ich damit? Als nächstes möchte ich ein Nidoran zu Nidoking entwickeln. Das ist schon wieder eine Weile her. Da dauert das immer ein bisschen, bis man das zusammengesammelt hat. Nidoking kann 2386 WP erreichen. Das ist leider für mich zu wenig, um es in eine Arena zu setzen. Aber eventuell kann man es ja mal zum Angreifen benutzen. Der Angriffswert ist übrigens 204, was nicht schlecht ist. Der Verteidigungswert 157 und die Ausdauer 162. Sehr ausgewogen, gute Mischung und... Das beste Moveset wäre dann, da ist das Nidoking. So, und dieses hat Gift-Typ Erdbeben. Ich glaube, das ist es sogar. Ja, ich habe hier das perfekte Angriffs-Moveset für ein Nidoking mit 1343 WP. Das ist schön, das gefällt mir gut. Damit kann man auch definitiv mal was anfangen. Zur Not setzt man es gegen Blitzer ein. Ich dachte, er bestätigt das jetzt mal, aber okay. Ja, gegen Blitzer vielleicht, ne? Oder ein anderes Pokémon, das mit einer Bodenattacke nicht klarkommt. Ja. Als nächstes Sterndu. Das ist dann auch die letzte Entwicklung für heute. Da sollte ein Starmie Aquaknarre Hydropumpe rauskommen zum Angreifen, weil Starmie erhält auch nicht so viel WP, wenn man es bis zum Maximum pushen wollte. Und ich bekomme Aquaknarre Hydropumpe mit 1842 WP. Sehr gut, damit kann man definitiv auch nochmal so sehr gut gegen Rizeros mal versuchen zu kämpfen. Das wär klasse. Also damit lässt sich definitiv ein guter Test machen. Sehr, sehr schön. Als nächstes... Achso, zu dem Simsala wollte ich noch was erzählen. Ich habe überlegt, was mache ich mit dir? Du hast das drittbeste Verteidigungsmoveset. Soll ich dich pushen oder nicht? Ich habe mich erstmal dagegen entschieden, weil ich es bis zum Maximum pushen müsste, damit es mir einen Vorteil verschafft. Und das ist teuer. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es 103 Bonbons waren. Bis zum Maximum. Zumal ich ja gerade noch gar nicht bis zum Maximum pushen kann, weil ich ja noch gar nicht Level 38 bin. Ja, ich würde sagen, nö, du bleibst so, wie du bist. Ich überlege mir, ob ich mir vielleicht noch eins entwickle. Es hat eine gute IV, aber trotzdem, ja, das ist okay. Als nächstes gehe ich mal auf dieses Gyarados ein. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben oder mal durchgerechnet, was mich dieses Gyarados kostet, wenn ich es, sagen wir mal, bis Level 30 pushen möchte. Es kostet mich 53 Bonbons und 61 61.000 Sternstaub.
Ich finde, dafür sollte ich jetzt dann eins bekommen, das dann 2700 erreichen sollte. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das wäre super. Das heißt, ich muss jetzt aber auch aufpassen. Bis Level 30. Ja gut, wenn es 5000 Sternstaub kostet, wissen wir eigentlich schon Bescheid. Dann sollte ich 30 erreicht haben. Immer noch plus 46. Momentan nur 2200. Jetzt sind wir bei 4000 Sternstaub. Ich würde euch gerne auch nebenher vielleicht sagen, wie viel, welches Level es gerade hat. Eventuell kann ich das gleich miterzählen. Oder mit Anzeige, mit, ja. Okay, immer noch 4000 Sternenstaub, immer noch plus 46. Jetzt sind es 4500 Sternenstaub, 2531 WP habe ich schon, sehr schön. Und 2600. Ja, langsam kommen wir an die Stelle, wo ich es dann auch in die Arena setzen kann. Das ist Hammer. Das, oh, jawohl, 2715. Das könnte jetzt genau die Grenze sein. Gebe ich dir jetzt noch einen Push oder nicht? Ich mach noch einen. Plus 46, jawohl. Hammergeil. So, dann machen wir den Namen weg. Das hat sich erledigt. Und dann schauen wir doch mal kurz meine stärksten Pokémon an. Und zwar habe ich jetzt das Gyarados auf dem vierten Platz. Hat sogar Rizeros überholt, das ich einfach nur entwickelt hatte, ohne es zu pushen. Ja. Es hat zwar nur Windhose, aber ich finde, das war jetzt der effektivste Weg, noch ein Pokémon zu haben, das 2700 hat, weil wie man hier sieht, 2900, 2800, 2700, 2700, 2700, 2700, 2600, 2500 und dann geht es schon rapide abwärts. 2400, 2400, 2400, 2300, 2300, 2300, ja, okay. Gut. Ich habe aber eventuell noch etwas zum Pushen. Da muss ich noch mal nach Namen sortieren. Und was haben wir da? Klar, Kleinsteine zum Sammeln. Zurzeit habe ich 45 Bonbons. Leider kann ich sie nicht ausgeben. Geowatz ist in der Arena. Ich würde sagen, ich gucke jetzt mal. Ich hätte es mal vorher mal angucken können, wie viel Sternenstaub ich in dieses Pinsir stecken müsste, damit es die Grenze erreicht. Also, ja, nee, bei Pinsir muss ich es bis zum Maximum pushen. Das ist teuer. Eventuell reichen auch die Bonbons dafür gar nicht. Aber mal schauen, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Pinsir. Ist Pinsir ein 5-Kilometer-Buddy? Ich weiß es gerade gar nicht. 37, okay. Wo sind wir jetzt bei? Wir sind noch unter Level 20. Aber es hatte halt das, es hat genau das richtige Verteidigungsmoveset für die Arena, da wo ich es auch reinsetzen möchte. Ich sag mal so, selbst wenn es 2000, wenn ich es bis 2500 schaffen würde, wäre das schon nice. Schön. Das wäre richtig klasse. Dann hätte ich noch eins, das weiter oben in der Arena sitzen kann. So, 50 Bonbons habe ich noch. Bei 1300 sind wir, aber es ist immer noch nicht Level 20. So.
Jetzt ist es Level 20, 44 Bonbons habe ich noch, immer noch plus 37 logischerweise, das geht ja bis Level 30 so. Schaffe ich, wie weit schaffe ich das noch? Das, bis jetzt kostet es ja nur zwei Bonbons, das ist ja noch, okay, jetzt kostet es drei Bonbons, das ist ja noch fast günstig. Na, ich drücke auf den Button und es passiert immer nichts. Ich weiß nicht. 2770 kann ein Pinsir erreichen. Und damit fällt es in die Grenze, für die ich mir persönlich gesetzt habe. Wo ich sage, mit diesen Pokémon habe ich definitiv eine Chance, bei uns in den Arenen weiter oben zu sitzen. Und Pinsir hat eine beachtliche Art. Angriffswert von 238 auf der Skala und Verteidigung 197 und Ausdauer 130. Sein bester Angriffsmove-Set ist Zornklinge Kreuzschere und das beste Verteidigungsmove-Set ist Zertrümmerer Kreuzschere. Und irgendwie ist mein Beutel voll. Das ist jetzt gerade etwas blöd. Da muss ich mal schnell aufräumen. Irgendwie muss ich da mal vielleicht an dem Platz was ändern. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja gut, das liegt an den blöden Hyperbällen. Die nehmen mir so viel Platz weg. Ach, dann schmeiß ich ein paar Bären weg. So viel Bären braucht man ja meistens dann doch nicht. Wann werfe ich denn mal 100 Beeren? So, jetzt haben wir wieder Platz. Dann kann die Dreherei weitergehen. Pinsir. Na komm. So, ah, 8 Bonbons, dann war es das jetzt schon. Ach, ah je, ist das wenig. Okay, das war's. Die Bonbons sind leer. Das war eine Party. 1983. Okay. Ist leider ein 5-Kilometer-Buddy. Das heißt, man muss 5 Kilometer laufen für einen Bonbon. Das heißt, die Bonbons sind richtig viel wert. Da sollte man schon genau überlegen, wo man sie einsetzt. Ich habe mich entschieden, dieses hier hätte es sein sollen. Aber die Bonbons haben halt leider nicht gereicht. Wer weiß, vielleicht gibt es ja mal wieder ein Pinsir-Nest. Wäre natürlich lustig, weil so ein Pinsir-Nest hat auf jeden Fall was, weil da hat man definitiv was von, weil, wie man gesehen hat, konnte man die sehr leicht fangen in meinen anderen Videos. Mehrteiler, zwei Stück oder so. Achso, habe ich jetzt noch was zum Pushen? Eigentlich ja. Austoss. Parasek, Knuddeluff. Das sind so die, die jetzt hier oben stehen. Tangela und Lamus. Okay. Ja, aber bevor ich das Lamus nochmal pushe, natürlich dann lieber das Austoss. Da gebe ich jetzt mal meinen ganzen Sternenstaub noch aus. Das habe ich. Dragoran wird immer wieder in der Spitze einer Arena sein, sobald jemand halt versucht, an die Spitze zu kommen. Und dann wird dann meistens auch ein Gyarados sein. Und daher ist ein Austoss definitiv wichtig. Und dieses Austoss hat genau das Angriffsmoveset, was ich brauche, um gegen Dragoran kämpfen zu können. Und das wäre sehr wichtig. Eissplitter ist von der Animation zu lange. Und daher kann es sein, dass ich auch nicht so gut ausweichen kann. Und ausweichen ist trotzdem wichtig, auch wenn Austoss den höchsten Verteidigungswert hat als alle anderen. Natürlich braucht man zum Training eigentlich ein Pokémon, das 50% kleiner ist. So, aber wie viele Austoss habe ich denn mit Eisesodem und Blizzard? Und das ist dieses hier.
Und da ich nur eins habe, brauche ich eins, das einigermaßen stark ist. Also Level 30 sollte es dann schon sein. Eventuell. Ich weiß jetzt nicht, wie viel WP es dann haben wird. Wir sind jetzt aber auch gleich da. Noch sind es 4500. Der Sternenstaub ist aber auch jetzt gleich weg. Genau. 100 Sternenstaub hätten jetzt noch gefehlt für einen Push. Dann hätte es fast 2000 WP. Ist okay, es ist super. Ich denke, damit kann ich was anfangen. Das wird vielleicht dann beim nächsten Arena-Kampf mir zugutekommen und wird dann auch Spaß machen. Step-Bonus ist auch dabei, ganz wichtig. Den hätte man nämlich beim Lamus nicht, weil Lamus nun mal Wasserpsycho ist und kein Eis-Pokémon. Von daher und mit Lapras macht das auch nicht so viel Spaß. Ja gut, Lapras wird jetzt natürlich an sehr weit untere, an etwas untere weitere. Entschuldigung, ich sortiere erstmal, bevor ich hier weiter quatsche. Hier habe ich eigentlich eins, das gut angreifen kann. Weiß nicht, ich glaube, ich habe das sogar letztes Mal benutzt und trotzdem war es nicht so toll. Oder habe ich das andere benutzt? Das andere ist stärker. Mit 2000, oder? Na, hier. 2100. Eissplitter, Eisstrahl. Genau, das Gegenteil im Endeffekt. Entweder Eissplitter oder SSODEM. Ich bin fertig für heute. Der Sternstaub ist leer. Meine Entwicklungen sind durchgeführt. Und heute Abend geht es nach Offenburg. Und da werde ich ein spezielles Pokémon jagen und mal gucken, wie gut das klappt. Bis zum nächsten Mal.